Habt ihr schon mal überlegt, ob geheime Mächte dahinter stehen, dass wir nicht mehr Negerkuss und Zigeunerschnitzel sagen dürfen? Und was diese Gruppierungen damit bezwecken, dass eine ganze Gesellschaft nur noch über die politisch korrekten Wörter und über positive Diskriminierung von Benachteiligten spricht? Cui bono, meine Damen und Herren, cui bono. Was wie eine irre Verschwörungstheorie aus dem Proseminar der YouTube-Universität klingt, ist in Wahrheit eine irre Verschwörungstheorie aus dem neuesten Buch von Robert Pfaller, dem Wiener Philosophen, Erwachsenensprache, über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur. Und um die Thesen und Argumente dieses Buches geht es in diesem Video. Avenidas. Avenidas y flores. Flores. Flores y mujeres. Avenidas. Avenidas y mujeres. Avenidas y flores y mujeres y un admirador. Ihr erinnert euch an den Fall des Gedichts von Eugen Gomringer, das eine Hauswand der Berliner Alice-Salomon-Hochschule ziert. Nun, es sollte nach einem Antrag des AStA entfernt werden, weil es überkommene patriarchale Muster und Männer- und Frauenbilder transportiert und der sexuellen Belästigung nahekommt. Alleen, Blumen, Frauen, ein Bewunderer, Hashtag MeToo. Für Robert Pfaller wäre diese Geschichte auch ein Beispiel dafür, dass wir uns von allem Möglichen erregen lassen und erregen lassen wollen und nach Verbot schreien, wenn wir etwas politisch Unkorrektes befürchten. Der Mann in diesem Gedicht wird zum Täter stilisiert, die Frauen werden zu Objekten und zu Opfern. Erwachsenensprache ist ein Buch, in das, wie man es von Pfaller gewohnt ist, ein wenig unzusammenhängend die letzten Veröffentlichungen und Aufsätze von Pfaller gepfercht wurden. Es wird kein stringenter Gedanke verfolgt, es gibt auch einige Wiederholungen, aber trotzdem ergibt sich schon ein Bild dessen, worum es Pfaller geht und wie er die Welt sieht. Es gibt ein Oberthema, das alles mehr oder weniger zusammenhält. Pfallers Kritik an der Political Correctness unserer Zeit, seine soziologische und psychologische Analyse der Gesellschaft. Warum entwickelt sich eine Gesellschaft so, dass sie von allem Möglichen getriggert wird, dass sie Sprachregelung akzeptiert und so hypersensibel auf jegliche Mikroaggressionen reagiert? Warum ist das so? Dass wir überall Triggerwarnungen aufstellen, dass wir Safe Spaces brauchen, dass Hass keine vom Grundgesetz gedeckte Meinung mehr ist und dass plötzlich alles Hass sein kann. Next question. What is 3 times 3? Yes? 9. Wrong. Yes, Penelope. Gender equality. Very good, Penelope. Is this a joke? You think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. I just asked a question. We don't ask questions. Questions are offensive. Yeah! Pfallers Thesen. Echte sozialistische Umverteilungspolitik, er nennt es echte linke Politik, wird ersetzt durch Pseudopolitik. Diese Pseudopolitik, ganz und gar Signum der Postmoderne, sie besteht darin, dass man den Menschen vormacht, man kümmere sich um ihre Nöte. Das soll aber vortäuschen, dass die eigentliche Umverteilung von Geld nicht mehr stattfindet. Politische Korrektheit in der Sprache ist das augenscheinlichste Anzeichen der Pseudopolitik. Über Sprachregelungen gibt man vor, eine antirassistische, antisemitische, antihomophobe, antitransphobe, antisexistische Agenda zu haben. Minderheiten zu schützen ist nach und nach zum einzigen Signum für linke Politik geworden. Echte linke Politik ist nach Pfaller aber immer die harte Umverteilung von Geld. Die Menschen haben einen Anspruch auf den gesellschaftlichen Reichtum. Pfaller sagt auf Seite 20, hatte die westliche und weitere Welt nach dem Zweiten Weltkrieg noch gelernt, resolut Anspruch auf Wohlstand zu erheben. Also ganz genau, ich habe einen Anspruch darauf, dass ich Wohlstand bekomme, einfach weil ich atme. Weil Wohlstand immer gesellschaftlich ist und nicht etwa von einzelnen Menschen erwirtschaftet wird, hat man eben auch als Mitglied der Gesellschaft
einen Anspruch darauf. Aber dieser gesellschaftliche Reichtum wird seit den 90ern durch die neoliberale Politik nach oben verteilt. Und anstatt, dass diese Politik diese Umverteilung wieder rückgängig machen würde und jedem das gibt, was ihm eigentlich gehört, was ihm zusteht und was ihm für ein würdiges Leben unabdingbar ist, stattdessen gibt sich die Politik damit zufrieden, die Identitätsgefühle von Minderheiten schützen zu wollen. Für ein würdiges Leben unabdingbar ist vor allem für Pfaller eins, und zwar Geld. Durch ein bedingungsloses Grundeinkommen soll zum Beispiel garantiert werden, dass jeder Mensch ein solches Leben in Würde führen kann. Nicht unabdingbar für ein Leben in Würde ist für Pfaller hingegen, sprachlich nicht diskriminiert zu werden. Wenn jemand Zigeuner genannt wird, dann nimmt es dem Benannten seine Würde nicht, sagt Pfaller. Deswegen braucht es auch keine Sprachregelung, die ein solches Wort auf die schwarze Liste setzt. Harte Umverteilung wird durch softe Umverteilung, also von Wörtern oder von Ämtern für Genderfragen zum Beispiel, ersetzt. PC ist kein zu viel an emanzipatorischen Bestrebungen, sondern ein zu wenig. Sie sei eine lächerliche Karikatur davon, was es einst hieß, als Linker für die Ausgebeuteten dieser Erde zu sein. Man mache lieber Frauenpolitik als Klassenpolitik. So we all became number one. It's wonderful. No, no, that sounds horrible, actually. She's not used to men disagreeing with her. Why? What is she going to do? Arrest me? Well, actually, yes, there's a 20-year jail sentence for disagreeing with a woman. And 30 years if she's a privileged white woman with a blog. And for both of you, we no longer use the terms he or she. We're all equal. I beg your forgiveness. Oh, great, number one, I'm not sexist. I'm not sexist. Dann lieber Politik für Homosexuelle und Queers statt Frauenpolitik und dann am liebsten Diversity. Hey, be careful. You've been staring at her for 10 seconds. What? It's a form of harassment to stare at a woman for more than 15 seconds straight. And when I use the term straight, I don't mean to offend any persons of a non-traditional sexual preference. And when I use the term non-traditional, I don't mean to offend any persons who oppose historically normalized... Okay, I get it. Verquickt wird das Ganze mit einem weiteren Narrativ, das Pfaller oft zitiert, die US-amerikanische Hegemonie in Politik, Kultur und Wirtschaft. Austeritätspolitik, Demokratieexport, Geheimdienstarbeit, Kriege, Bürgerkriege, Drohnenkriege. Pfaller bezieht sich dabei vor allem auf die US-Politik seit 2008. Barack Obama wird nur einmal genannt und zwar lobend erwähnt. Donald Trump hingegen wird bereits für die neoliberale Politik in Anspruch genommen, obwohl er zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Buches gerade mal ein paar Monate im Amt war, aber er ist trotzdem der neoliberale Präsident. Die USA und ihre Propaganda, Zitat Pfaller, sind schuld an der Verwüstung und Pauperisierung der Welt. Die USA überziehen die westliche Welt mit einer Propaganda von antirassistischen Sensibilitäten. Früher hat man das mal Anti-Amerikanismus genannt, heute ist das schon eher Mainstream. Linke Politik ist immer gut. Neoliberal, ein Buzzword, das Pfaller fünfmal pro Seite verwendet, nie aber definiert. Neoliberal ist immer schlecht. Der Neoliberalismus tritt auf wie der Teufel im Kasperletheater, wie Jens Biski in der Süddeutschen schreibt. Neoliberal ist, ebenso wie postmodern, die Chiffre für all das heutige Übel. Neoliberal ist nicht genug Umverteilung oder Umverteilung in die falsche Richtung. Der Neoliberalismus ist dann zusätzlich noch ein Shapeshifter. Seine Ausprägungen widersprechen sogar einander. Mal in dieser Schrift ist neoliberal Privatisierung, mal ist sie Bürokratisierung. Mal ist neoliberal Austeritätspolitik, mal ist sie Bankenrettung. Mal ist neoliberal ein schwacher Staat, mal ist neoliberal ein aufgeblähter Staat mit Dutzend unnötigen Kommissionen, Stellen, Abteilungen, Beamten, Beauftragten und so weiter. Mal redet der Neoliberalismus den Menschen ein, sie seien selbst verantwortlich und müssten Leistung erbringen. Und mal redet er den Menschen ein, sie seien schwach und sie müssten vor allem beschützt werden. Mal setzt der Neoliberalismus die Menschen den Gefahren des Raubtierkapitalismus aus und mal bevormundet er sie. Dabei ist ja vieles an Pfallers Befund so falsch ja gar nicht. Eine
Hypersensibilisierung findet ja statt. Politische Korrektheit greift um sich, die Dauererregbarkeit der Diskurse drängen wichtigere Themen an den Rand. Und es gibt ja tatsächlich eine Umverteilung nach oben, dass die vor allem durch den Cantillon-Effekt, durch die Inflation und durch das staatliche Fiat-Money-System, auch durch Steuerverschwendung, durch Subventionen, durch Lobbyismus und Korruption verursacht wird, das sagt Faller natürlich nicht. Würde er den Begriff neoliberal durch korporatistisch ergänzen, wäre ich ja ganz bei ihm. Da sind schon einige richtige Dinge mit dabei. Aber dann wäre freilich die Stoßrichtung seiner Kritik eher gegen die Verschränkung von Wirtschaft und Staat und nicht mehr gegen die wirtschaftliche Freiheit gerichtet. Und dann könnte er auch nicht mehr nach mehr Regulierung und Umverteilung rufen. In anderen Worten, mehr vom selben. Nun, links ist für Robert Faller den Reichen nehmen und den Armen geben. Neoliberal ist dem Mittelstand nehmen und den Reichen geben. Ein schönes Beispiel für so ein No-True-Scotsman-Argument ist, echte linke Politik kann immer nur harte Umverteilung sein. Wenn es einen linken Politiker gibt, der sich auf Pseudo-Fragen kapriziert, nicht aber Steuern für Reiche heben will und Transferleistungen für Arme erhöht oder nicht in erster Linie, dann ist er eben kein wahrer linker Politiker. Linke Politik ist immer gut und wenn sie schlecht ist, ist sie keine linke Politik. Naja, und dieser falsche linke Politiker lenkt von den eigentlichen ganz handfesten, sich in Zahlen, Daten und Fakten ausdrückenden Nöten des ungleich verteilten Wohlstandes ab. Und mit dieser Ablenkung betreibt er das Geschäft der neoliberalen Umverteiler nach oben. Es ist tatsächlich eine Verschwörungstheorie bei Faller. Könnte es nicht sein, fragt Faller, dass die Frage nach der Identität nur erfunden wurde, um abzulenken von der Frage nach dem Haben bzw. Nicht-Haben. Erfunden von wem, sagt er natürlich nicht. Pseudo-linke Pseudopolitik dient der neoliberalen Agenda durch Ablenkung von den wahren Problemen, aber eben auch durch Sprechverbote, durch das Moralisieren selber. Und diese Maßnahmen, gerade das Moralisieren, würden, so Faller, die öffentlichen Räume der Gleichheit lächerlich machen. Öffentliche Räume sind sowas wie die Universität oder das staatliche Fernsehen. Hier herrscht der Wahn, es allen, vor allem aber den unterprivilegierten Randgruppen, recht machen zu wollen. Genderbeauftragte hier, Antidiskriminierungsdiskurse, Sprachregelungen, Auftrittsverbote und Ausladungen aus Talkshows dort. Dann soll James Bond auch mal von einer schwarzen Lesbe gespielt werden. Oder ein Jörg Barbarowski muss sich maßregeln lassen und einem Daniele Ganser darf keine Redezeit erteilt werden. Hinter dieser Lächerlichmachung der öffentlichen Räume nun vermutet Faller eine ganz große Verschwörung. Und zwar eine neoliberale. Und zwar eine, die die öffentlichen Räume durch Pseudopolitik lächerlich macht, um den nächsten Schritt zur Privatisierung herbeizuführen. Und wo die Privatisierung hinführt, zeige ja die Bahn, die ja seit der Privatisierung immer unpünktlicher geworden ist. Genau. Also irgendwann sagt Faller nochmal, der Berliner Flughafen wäre niemals so schnell und kostengünstig erbaut worden, wenn er privat gebaut worden wäre. Privatisierung ist also was ganz, ganz Schlimmes. Zudem befeuere die Identitätspolitik die Entsolidarisierung. Die soziale Frage wird zugunsten von Identitätspolitik vernachlässigt. Nur Solidarität mit allen erlaube das Formulieren gemeinsamer Interessen und dafür muss es ein Gemeinschaftsgefühl geben. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl wird durch Radikalfeminismus, Gesundheitsvergötzung, Diversitätsanbetung, Sprachregelungswut unmöglich gemacht. Je partikularer die Interessen sind, die vertreten werden, die der Frauen, die der Schwarzen hier, die der Homosexuellen da, desto schwächer ist die Durchschlagskraft einer für alle Unterprivilegierten eintretenden Bewegung. Belege gibt es dafür jetzt bei Faller nicht. Jens Biski schreibt in der Süddeutschen: Seit kurzem gibt es die Ehe für alle. Und es ist nicht ersichtlich, welche VW-Arbeiterin oder welcher geschuhriegelte Putzmann in einer Leiharbeitsfirma dadurch an der Artikulation seiner Interessen gehindert wird. Es ist und bleibt eine Verschwörungstheorie. Faller sagt, statt
harter materieller Umverteilung haben wir nur noch softe Umverteilung von Wörtern. Political Correctness verursacht, dass neoliberale Politik immer stärker und echter Sozialismus immer unmöglicher wird. Ich sage, Political Correctness ist die logische Folge aus sozialistischer Gleichmacherei. Es ist die Folge aus den Allmachtsträumen der Gesellschaftsklempner, die natürlich nicht bei der rein materiellen Nivellierung Halt machen. Natürlich machen sie nicht bei dem rein finanziellen Raub Halt, sondern deren Gottspielerei beschränkt sich nicht auf alle Aspekte des Gesellschaftslebens. Sie muss sich ins Private hinein erstrecken, denn das ist ja schließlich auch politisch. Wer umverteilen will und sieht, dass wir trotz Sozialstaat, trotz Staatsquote von 50%, trotz Steuerlast von 70% und der Tatsache, dass die oberen 10% 50% des gesamten Staatshaushaltes finanzieren, dass trotz Geschlechterquote der Frauen, die Frauen immer noch die schlechter bezahlten Berufe wählen, dass wir trotz all diesem Semi-Sozialismus noch keine wahre Gleichheit in den Lebensverhältnissen haben, ja, dass wir weiter von ihr entfernt sind als je gedacht, trotz aller Regulationen. Der das sieht, der macht natürlich nicht Halt, sondern fordert immer mehr Eingriffe des Staates ins Privatleben der Menschen. Kurz gefasst, Political Correctness ist nicht Ersatz für Sozialismus, sondern seine notwendige Konsequenz. Dabei könnte man ja auch argumentieren, politische Korrektheit und ihre Sprachregelungsversuche bringen etwas, weil das Denken der Menschen über ihre Sprache gestaltet wird. Wenn Kinder zum Beispiel lernen, dass die Erwachsenen immer liebe Schülerinnen und Schüler oder liebe Dachrinnen und Dachrin sagen, dann werden sie irgendwann auch im Alltag kein Geschlecht mehr ausgrenzen. Was sprachlich selbstverständlich wird, wird auch selbstverständlich im Gesellschaftlichen. Faller bestreitet das aber. Durch verändertes Sprechen kommt kein verändertes Handeln zustande, sagt er. Sprachregelungen bringen also allein deshalb schon nichts. Nun, Gleichheit. Gleichheit ist der große Götze, dem Faller huldigt. Sie ist das große Ideal, dem alle Politik zu genügen hat. Tut sie das nicht, ist sie entweder neoliberal oder pseudo. Allein das Wort Gleichheit kommt auf jeder Seite öfter vor als das Wort neoliberal, und das will schon was heißen. Da wird das Ideal der linken Politik schon mal zu einem Ideal der Gleichheit und des Wohlstands aller. Und das Versprechen der Moderne, was ist für euch das Versprechen, das Aufklärung, Demokratisierung und Moderne mit sich gebracht haben? Für Pfaller ist es das Versprechen der Gleichheit. Because we live in a society based on equality, the total amount of marks are to be divided equally among our students. You've got to be kidding me. Well done, students. We're all equal. We're all average. Yay! Von Freiheit, von der Freiheit des Individuums, ist da keine Rede mehr. Freilich kann Faller sich diese freie und offene Gesellschaft nicht auf die Fahne schreiben, weil er eben damit seinen Götzen Gleichheit verraten würde. Definiert wird diese Gleichheit auch nirgendwo. Es wird nicht einmal begrifflich unterschieden, welche Gleichheit gemeint ist. Die Gleichheit vor dem Gesetz? Die Chancengleichheit? Die Verfahrensgleichheit? Oder die Gleichheit des Ergebnisses? Die materielle Gleichheit, die Gleichstellung, die Gleichmacherei. Definition hat ein Philosoph auch nicht nötig. Auch Belege für seine ökonomischen Zustandsbeschreibungen sind wahrscheinlich unter seiner Würde. Das findet man leider nicht. Faller begnügt sich mit einem klaren Feindbild. Die kapitalistischen Mächte, Zitat, die neoliberale Weltverschwörung und als deren Steigbügelhalter die postmoderne Pseudopolitik. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag schon mal Struktur, wie Volker Pispers sagt. Und ethische Grundsätze braucht man dann schon mal nicht mehr. Man kann auch zeigen an Erwachsenensprache, noch mehr als an den früheren Büchern Robert Fallers, Robert Faller ist ein Denker ohne Prinzipien. Das heißt, er hat zwar Prinzipien, ein Ideal, diese ominöse Gleichheit, aber die gilt eben nicht für alle gleichermaßen in allen Aspekten. Materielle Gleichheit, ja. Und die soll hergestellt werden über Transferleistungen, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Und gleichzeitig sagt Pfaller das hier.
In den westlichen Gesellschaften ist ein Opferwettbewerb entbrannt, weil man als Zweitärmster schon um alle Sozialleistungen kommen könnte, muss man ständig versuchen, der Allerärmste zu sein. Man muss also sich selber immer als ärmer darstellen, als man eigentlich ist oder eigentlich sein würde, damit man ein Anrecht auf Sozialleistungen hat und damit nicht die, die sich erfolgreicher als ärmer darstellen, mehr Transferleistungen bekommen und man selber der Dumme ist. Jetzt benutzt Faller dieses treffende Argument von der Welfare Cliff nicht etwa, um sich gegen Sozialleistungen überhaupt stark zu machen, sondern er will halt nur mehr Sozialleistungen. Er will höhere Transferleistungen, höhere Transferzahlungen und die auch nicht an irgendwelche Bedingungen gebunden, dass man irgendwie zum Amt gehen müsste und etwa ein Formular ausfüllen müsste oder entwürdigende Angaben über seine persönlichen Lebensverhältnisse machen müsste. Das geht nun gar nicht. Faller will einfach mehr Sozialleistungen, damit die Zweitärmsten sich nicht dauernd als noch ärmer darstellen müssen. Aber irgendjemand ist immer der Zweitärmste. Wenn jeder Mensch 1 Million Euro monatlich bekäme, wäre der, der 1.001.000 verdient, eben der Zweitärmste. Und der wäre dann eben auch in Versuchung, sich ärmer zu machen, als er ist, weil es dann einfach preiswerter und billiger und effizienter ist. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. Dabei wird er an einer Stelle sehr deutlich, wie seine Gleichheitsutopie denn aussieht, wenn es keine ungleichen Plätze in der Gesellschaft mehr gibt. Dann ist das Reich Gottes angebrochen. Wohlgemerkt, Faller bezieht sich nicht auf eine Gleichheit vor dem Gesetz, sondern auf eine materielle Gleichheit. Ungleichheit soll verboten werden. Unterschiede werden nivelliert. Der Zweck? Damit sich niemand mehr beschweren kann. Lustigerweise referiert Faller in einem späteren Kapitel Nietzsches Ressentiment-Begriff. Das Glück der anderen erscheint plötzlich nur noch als Beraubung. Wenn der andere raucht oder ausschweifend lebt, gönnt man es ihm nicht mehr, weil man denkt, es würde den eigenen Genuss irgendwie schmälern und einschränken. Das ist ja auch die These in Fallers Bestseller, wofür es sich zu leben lohnt. Das gilt bei Faller aber nur fürs Rauchen und Trinken und vielleicht das Flirten und das Grillen in öffentlichen Parks, aber nicht für verschwenderischen Reichtum. Der Reichtum von anderen Leuten und das Glück, das sie vielleicht damit empfinden könnten, die Reichen, im übermäßigen Konsum, der ist ihm nämlich genauso ein Grund, selber empört zu sein und eine Umverteilung zu fordern. Der Genuss der Reichen erscheint Faller und Konsorten als Beraubung. Auch wenn er zu keinem Zeitpunkt irgendwie belegen kann, wie überhaupt diese neoliberale Umverteilung nach oben funktioniert, wenn ein Raucher Genuss empfindet, dann darf ihm das nicht geneidet werden und irgendwie durch Rauchverbote madig gemacht werden. Wenn aber ein Reicher Genuss empfindet, beim Jetskiing zum Beispiel, dann muss ihm dieser Genuss genommen werden. Lustig und auch ironisch daran ist, dass Nietzsche mit diesem Vorwurf des Ressentiments, dem Faller so gern zitiert, zeigen will, dass der moderne Wille zur Gleichheit, die Faller so gerne zitiert, eigentlich aus einem Gefühl des zu kurz gekommenseins resultiert. Faller sagt, Gleichheit sei nur erträglich für starke, stolze Menschen. Nietzsche sagt, Ungleichheit ist nur für starke und stolze Menschen erträglich. Sklaven brauchen dagegen immer einen Herrn. Und sei es nur, damit er ihnen ein bedingungsloses Grundeinkommen schenkt. We have no leader. We simply have an equality guidance counselor. Faller fordert Gleichheit, aber nur seine Vorstellung von Gleichheit, materielle Gleichheit. Materielle Gleichheit, ja. Eine gewaltsame Angleichung von Einkommensniveaus, ja, aber keine Angleichung im offiziellen Sprachgebrauch. Sollen die Leute doch reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und wer sich davon beleidigt fühlt, der ist halt kindisch. Die Politik der Gleichheit hat nach Faller, wie gesagt, nicht die Aufgabe, Warnhinweise für Explicit Language von Filmen für Erwachsene herauszugeben oder zu kontrollieren, ob jeder das
Sternchen, das Trans-Sternchen benutzt, sondern sie hatten nur die Aufgabe, die realen Probleme einer Klasse oder Gruppe zu lösen. Ganz recht. Linke Politik will die Probleme gleich einer ganzen Klasse oder Gruppe lösen. Darunter machen wir es nicht. Denn diese Probleme werden von kapitalistischen Mächten erzeugt. Ohne Kapitalismus wären alle gleichermaßen im Wohlstand, denn Wohlstand ist offenbar der Urzustand und Armut wird erst durch den freien Markt in die Welt gebracht. Pfaller ist sich dann aber auch nicht zu schade, dazu diese dutzendfach entkräftete Oxfam-Studie mit den 8 Leuten, die halbe Welt besitzen, zu zitieren. Diese Studie ist wissenschaftlich einfach nicht haltbar, aber das stört natürlich diejenigen nicht, deren Weltbild durch diese fabrizierten Ergebnisse gestützt werden. Du hast eine Weltanschauung und dann suchst du dir danach erst die Studien, die dazu hineinpassen. Natürlich kann Pfaller auch nicht erwähnen, wie viele Menschen seit 1980 zum Beispiel aus der absoluten Armut global herausgefunden haben, seit der Liberalisierung der Märkte, vor allem in Asien. Und dass auch die Durchlässigkeit zwischen den Schichten viel, viel größer geworden ist. Und dass es zum Beispiel bei weitem nicht immer dieselben Leute sind, die in den oberen Schichten oder unteren Schichten irgendwie gefangen wären. Und dass zum Beispiel mehr als 3/4 aller Familien, die 1975 in dem untersten Fünftel der Einkommensverteilung waren, im Jahr 1991 in den beiden höchsten Einkommensgruppen sich befanden. Das muss Pfaller natürlich unter den Tisch fallen lassen. Es dient eben seiner Agenda nicht. Ich zitiere hierzu gemeinerweise Pfaller selbst, Seite 36. Es ist äußerst schwierig, jemanden mit Argumenten dazu zu bringen, seine Ansicht zu überdenken, wenn diese Ansicht zugleich seine Geschäftsgrundlage bildet. Ein Fünkchen Selbsterkenntnis, Herr Pfaller? Dabei hat er ja eigentlich auch die Logik des Sozialismus schon begriffen. Er hat es im Grunde genommen durchschaut. Er weiß es nur selber nicht. Die Logik der Gleichheitsideologie lautet, ich zitiere Robert Pfaller selber, wenn die Beauftragten jener Gremien, die für die Abschaffung bestimmter Benachteiligungen oder Missstände sorgen sollen, ihre Stellen nur so lange behalten, wie die Benachteiligungen oder Missstände bestehen, dann werden sie klug genug sein, niemals wirklich gute Vorschläge zu machen oder gar Abhilfe zu schaffen. Vielmehr werden sie ständig holprige Lösungen propagieren, die einen erneuten und letztlich permanenten Reparaturbedarf nach sich ziehen. Ach was? Der Sozialstaat bläht sich auf? Bürokratie füttert sich vor allem selbst? Der War on Poverty hat nicht weniger Arme, sondern mehr geschaffen? Sozialismus ist ein Weg zur Knechtschaft? Wer hätte das gedacht? Aber Pfaller weiß es doch, er sagt es doch selbst. Menschen, deren Job davon abhängt, dass Not besteht, werden klug genug sein, niemals Abhilfe zu schaffen. Aber er bezieht diese Sätze, diese Logik, bloß auf die akademische Welt, wo solche Gremien der Gleichmacherei mit einer Unmenge von Ressourcen eingesetzt werden. Und man sich natürlich nicht wundern muss, wenn die Leute, die davon leben, dass es Benachteiligte gibt, sich nicht den Ast selber absägen, auf dem sie sitzen. Aber für den Wohlfahrtsstaat gilt das irgendwie nicht mehr, diese Logik. Widersprüche, Blindheiten, Einseitigkeiten auf jeder Seite. Einseitig ist auch zum Beispiel sein Verständnis von politically correct. Er bezieht es fast nur auf Sprachregelungen. Gender Mainstreaming durch Frau Ministerin oder Profs oder Schaumküsse und Sinti- und Roma-Schnitzel. Vielleicht noch sowas wie Rauchverbote und die Verteufelung von Alkoholgenuss. Dabei ist doch der fast noch wichtigere Aspekt von politischer Korrektheit, dass bestimmte Themen nicht mehr angesprochen werden dürfen. Und dass man, wenn man es doch tut, eben sich verdächtig macht. Das ist nicht politisch korrekt, das zu sagen. What's that noise? What? Do you hear something? Do you hear that? Yeah. That Christian protest over there. Yeah, that's what I heard, too. Can you believe he's protesting? Ugh, is there anything worse than that? Yeah, right?
Christians are seriously so backward sometimes. It's the current year! Why can't they conform to the first world? Obviously because their religion influences their behavior and not socioeconomic factors. Come on. Christians are such menaces to society. Yeah. Thank God we're brave enough to insult religion when it counts. Bei politischer Korrektheit geht es nämlich nicht bloß um die normalen Regeln des Anstands, sondern um das Ausblenden von Themen und von Problemen aus dem öffentlichen Diskurs, worüber man nicht mehr sprechen kann. Und die Diffamierung derer, die es ansprechen. Einmal nennt Faller das sogar, er sagt, die Selbstquälerei unter Sozialwissenschaftlern, ob sie bestimmte Dinge, zum Beispiel Kriminalität unter Migranten, überhaupt schreiben dürfen. Das war es allerdings an Beispielen. Es sind erstaunlicherweise nur Sozialwissenschaftler, die sich selbst quälen und zensieren, nicht etwa Journalisten und auch ganz normale Bürger oder YouTuber, denen der ganze Kanal gesperrt wird, weil sie die falschen Themen ansprechen. Ja, Sozialwissenschaftler, die Armen. Die Beispiele sind da ja Legion. Und das Thema ist erstaunlicherweise und auch verräterischerweise Kriminalität unter Migranten, nicht von Migranten. Faller traut sich nicht einmal zuzugeben, dass das Thema Kriminalität von Migranten eins ist, das nicht genannt werden darf oder mit dem man sich eben verdächtig macht, damit man eben nicht in die rechte Ecke gestellt wird. Stattdessen sagt er unter Migranten, als ginge es nur darum, dass Migranten sich untereinander selber schaden. Also nicht einmal dieses Beispiel ist vollkommen korrekt gewählt. Seltsam, vor allem ist dieser das ganze buchdurchziehende Selbstwiderspruch. Auf der einen Seite ist die kapitalistische Machtelite schuld an den Verwerfungen und der Ungleichheit und auf der anderen Seite sollen sich die Leute doch mal wie Erwachsene benehmen. Und sie sollen nicht immer allen anderen die Schuld geben für ihre private Misere. Auf der einen Seite hat die neoliberale Austeritätspolitik reiche westliche Staaten in den Ruin getrieben. Nicht etwa die Staatsschulden und die Inflation, also nicht das Verschwenden von Geld, sondern das Sparen von Geld treibt in den Ruin. Okay. Und die Austeritätspolitik hat allein in Europa Millionen von Menschen in Arbeitslosigkeit und Armut gestürzt, wo man doch einfach nur das Geld hätte drucken müssen. Also hallo. Aber auf der anderen Seite sollten wir doch einsehen, dass unser Verlangen, andere verantwortlich zu machen für unser Schicksal, kindisch ist. Die Aufgabe der Politik ist es, unsere Probleme zu lösen, aber wir sollen nicht hoffen, dass unsere Probleme von anderen gelöst werden. Hier noch ein paar Zitate, die diesen Widerspruch veranschaulichen. Einerseits, wir leben in einer Welt, in der immer mehr Menschen von Mächten in Armut und Aussichtslosigkeit getrieben werden. Andererseits, noch nie haben so viele das Gefühl gehabt, andere wären schuld an jenem einschneidenden Verlust, der ihnen im Laufe ihres Lebens widerfahren zu sein scheint und den das Erwachsensein notwendig mit sich bringt. Einerseits, die führenden kapitalistischen Mächte haben den Anspruch aufgegeben, im Zuge wachsenden Wohlstands auch die ärmeren Klassen mit nach oben zu ziehen. Andererseits, wenn die neoliberale Propaganda uns weismachen will, dass wir unendlich verletzbare Wesen seien, werden wir ihr unsere erwachsene Belastbarkeit entgegenhalten. Einerseits, noch ein Zitat, in einer humanen Gesellschaft muss das Leitprinzip sein, allen ihrer Mitglieder ein würdiges Leben zu ermöglichen, zum Beispiel durch ein nicht an Arbeit gebundenes Grundeinkommen. Andererseits misstrauen sie jedem, der sie als schutzbedürftig und schwach hinstellt. Jene Gouvernanten und scheinbaren Beschützer, die das tun, beschützen sie überhaupt nicht. Die wollen ihnen nur jenes erwachsene, stolze Ich wegnehmen, das zu politischen Bürgerinnen und Bürgern gehört. Hier gendert er übrigens seine Sprachwahl. Man kann also offenbar beides haben, wenn man Robert Faller heißt. Ansprüche, dass man durchgefüttert werden soll und das Gefühl, ein erwachsener, unabhängiger Mensch zu sein. Fallers Fazit müsste, wenn man seine logische Inkonsequenz auf den Punkt bringt, eigentlich lauten: Wir sind Erwachsene und wollen wie Erwachsene behandelt werden.
Und die Politik muss für unser Leben und für unsere Würde sorgen, indem sie uns Geld gibt und unsere Ansprüche befriedigt. Robert Faller ist der Pubertierende unter den Philosophen, das kann man nur so sagen. Er will rebellieren, er will politisch unkorrekt sein, er will die Dinge beim Namen nennen, er will wieder Negerkuss sagen, aber er will, dass die große Alma Mater ihn und alle anderen weiterhin durchfüttert. Kindliche Bedürfnisse werden zu kindischen Ansprüchen. Und wenn der Nanny State diese Ansprüche nicht erfüllt, dann bekommen wir einen Wutanfall und dann regen wir uns auf über unsere Geschwister, die mit ihren Sprachregelungen davon ablenken wollen, dass wir unseren Fair Share vom gesellschaftlichen Reichtum nicht bekommen. Und dann nennen wir unsere Enttäuschung gerechtfertigte Empörung. Enden kann man nur mit einem Zitat von Robert Faller selbst. Benehmt euch wenigstens so, als ob ihr erwachsen wärt. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne Unterstützer werden auf Patreon ab 1 Euro im Monat. Oder ihr spendet ein paar Euro. Links zu PayPal und Bitcoin sind in der Beschreibung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Unterschiede werden nivelliert. Der Zweck, damit sich niemand mehr bescheren kann.